Hey ho, ich bin Tommy Something und habt ihr mal darüber nachgedacht, wie unser Verhalten die gesamte Medienindustrie beeinflussen kann? Nein? Warum nicht? Intro. Ich rede nicht unbedingt vom Kaufverhalten, auch wenn das eine wichtige Rolle spielt, sondern in erster Linie vom Verhalten der Gaming-Community im Internet. Ihr wisst schon, diese richtig toxischen Gamer, die hinter jeder Ankündigung das Ende der Welt erwarten. Durch einen Artikel auf der Seite Kotaku bin ich auf das Ganze aufmerksam geworden, denn dort ging es darum, dass der Designer und Entwickler Charles Randall, der unter anderem schon für Ubisoft und BioWare gearbeitet hat, auf Twitter mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen konnte. Im Wesentlichen war seine Aussage, dass Entwickler selten ein Geheimnis aus ihren Projekten machen wollen, es aber trotzdem immer wieder tun, weil es so unwahrscheinlicher ist, Beleidigungen oder sogar Morddrohungen von irgendwelchen Fanboys und Girls zu bekommen. Den Link zum Artikel findet ihr unten in der Beschreibung, nur falls ihr euch das Ganze mal selbst durchlesen wollt. Natürlich sind es nicht immer sofort Morddrohungen, die die Entwickler erhalten, nur weil zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 wahrscheinlich keine Aliens vorkommen werden, aber nichtsdestotrotz sind Spieleentwickler immer wieder damit konfrontiert, dass es sehr negative Äußerungen hagelt zu einem Spiel oder sogar zu ihrer eigenen Person, noch bevor irgendetwas erschienen ist. No, God! So etwas kommt von den Fans, aber auch von den Gaming-Redaktionen. Und es muss noch nicht einmal die Spieleentwickler treffen, sondern kann sich auch auf die Redakteure oder Gaming-YouTuber beziehen. Manchmal hasse ich das Internet. Ein Kollege von mir, der gute Speckobst, hat dazu ein super Video gemacht, in dem es darum geht, dass ein Gaming-Redakteur nachgesagt bekommen hat, dass er seinen Beruf eigentlich nicht ausüben darf, weil er zu schlecht in dem neuen Spiel Cuphead ist. Und Cuphead ist ein richtig schwieriges Spiel, aber statt Verständnis dafür zu zeigen, dass jemand nun mal keinen Skill hat oder dass es auch verflucht schwer sein kann, in ein neues Spiel reinzukommen, musste es erstmal Hate regnen. Hate und keine Kritik. Wie schon andere YouTuber, wie zum Beispiel Ultralativ, Mr. Kululu, der Haider oder Klängern festgestellt haben, ist der Unterschied der, dass es um die Form geht. Eine gute und ehrliche Kritik basiert auf Fakten und darauf, wie man sie rüberbringt. Ey du Sohn, die Grafik ist voll kacke, geh dich erhängen! Das, meine Freunde, ist keine Kritik, die einen persönlich weiterbringt, besonders dann nicht, wenn man selbst an dem Projekt gearbeitet hat. Und abgesehen davon ist es ein riesiger Unterschied zu ich finde XY nicht gut, weil. Merkt ihr was? Es ist weniger aggressiv. Aber die Furcht der Entwickler kommt nicht nur daher, dass es irgendwelche Idioten im Internet gibt. Es geht darum, dass Spiele zerrissen werden, bevor sie überhaupt erscheinen. Bevor irgendjemand die Chance hatte, sie zu spielen. Ich selbst nehme mich aus diesem Beispiel gar nicht raus, denn auch ich habe Destiny 2 verdammt, bevor es erschienen ist oder bevor ich es überhaupt spielen konnte. Aber ich denke, mein Ton war ein anderer, als der den Entwickler oder Community Manager Tag ein, Tag aus erleben müssen. That's what I get for working at Microsoft. Entwickler scheinen sogar entspannter zu sein, sobald das Spiel erschienen ist, denn da ist ja schon der meiste Schaden entstanden. Aber niemand möchte das nächste No Man's Sky, Battlefield Hardline oder Aliens Colonial Marines sein. Das Schwierige ist nämlich, dass sich Spiele in ihrer Entwicklung immer wieder verändern und ein Spiel, das vor einem Jahr angekündigt wurde, könnte im darauffolgenden Jahr schon ganz anders aussehen. Diese Veränderungen sind für die Studios völlig normal, aber der anspruchsvolle Gamer scheint darauf nicht wirklich klarzukommen. Das beste Beispiel ist wohl immer noch, wie stark die Leute ausrasten, wenn ein Spiel später erscheint, als es eigentlich sollte oder wenn es komplett gecancelt wird. Im Internet rastet man dann völlig aus, was den Leuten hinter dem Spiel denn einfallen würde, ohne eben die Gründe zu kennen. Natürlich trifft das nicht auf alle Gamer zu. Um ehrlich zu sein, kenne ich nicht eine Person aus meinem Bekanntenkreis, die so reagieren würde. Aber es gibt nun einmal diesen einen aggressiven, lauten Teil der Gaming-Community. Und dieser Teil ist leider auch der Teil, der am ehesten von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Die Aufmerksamkeit geht halt immer zum schreienden Baby hin, auch wenn man es versucht zu ignorieren. Also ist ein solches Verhalten nicht nur schädlich für die Industrie, sondern auch für das Image des Gamers. Mittlerweile sind große Entwicklerstudios wie Rockstar Games oder CD Projekt Red sehr verschwiegen, wenn es um ihre Projekte geht und generieren dadurch nicht selten einen Hype um das Spiel, der meistens zu hoch ist, um die Erwartungen überhaupt zu treffen. Ich meine, wir sind alle pumped wegen Red Dead Redemption 2 oder Cyberpunk 2077, aber wirklich etwas wissen, tun wir eher weniger. Und andere Spiele, wie zum Beispiel FIFA, Call of Duty, Battlefield oder Destiny, sind eigentlich mehr oder weniger immer dasselbe
und deswegen gibt es nicht so viel darüber zu erzählen. Aber die Vorstellung, dass unser Verhalten im Internet so unangenehm geworden ist, dass andere Menschen schon gar keine Lust mehr haben, über ihre Leidenschaft zu reden, ist irgendwie traurig. Es ist aber nicht nur das toxische Verhalten, das der Gaming-Industrie auf lange Sicht schadet, auch das allgemeine Kaufverhalten zeichnet ein sehr klares Bild. Spiele wie zum Beispiel die eben genannten Evergreens oder AAA-Titel werden in Massen gekauft, während der gemeine Gamer nach Innovation schreit. Aber wollen wir wirklich Innovation? Das beste Beispiel, was sich dafür heranziehen lässt, ist wohl Super Mario. Denn während Super Mario Galaxy von den Kritikern geliebt wird und es sich auch wirklich von den anderen Super Mario Games unterscheidet, liegt es laut den Verkaufszahlen immer noch weit hinter den klassischen 2D-Plattformern. Sogar hinter denen, die neu erschienen sind und nicht schon seit Anbeginn der Zeit existieren. Also scheint die Allgemeinheit zu dem zu greifen, was vertraut ist. Warum dann überhaupt noch innovative oder frische Games rausbringen, wie zum Beispiel Undertale, Hellblade oder Inside, wenn es eh meilenweit hinter den alten Sachen steht? Das ist ein enormer Druck und wenn das auch noch gepaart wird mit dem toxischen Verhalten, das gerne mal an den Tag gelegt wird, dann ist es doch vollkommen verständlich, warum man gerade bei neueren Spielen versucht, den Ball flach zu halten, bis das Game vielleicht zu 90% fertig ist. Obwohl gerade neuere Games mit einem innovativen Gameplay ein aggressives Marketing nötig hätten. Das Lustige für mich ist aber, dass wir bei Filmen anscheinend einen umgekehrten Effekt erzielt haben. Während es in den 80ern und 90ern darum ging, so mysteriös wie möglich in den Trailern zu sein und vielleicht sogar noch ein falsches Bild zu vermitteln, wird in den Trailern heutzutage fast die gesamte Geschichte erzählt. Ein gutes Beispiel ist tatsächlich der Godzilla-Trailer von 1998, in dem man das Monster nie wirklich gesehen hat und dadurch versucht hat, die Spannung aufzubauen. Im Godzilla-Trailer von 2014 hingegen war es relativ schnell klar, wie das Vieh aussehen soll. Das Problem war, dass Godzilla von 1998 ein absoluter Flop war und die Zuschauer vom echsenähnlichen Monster eher enttäuscht waren. Beim Godzilla 2014 wussten wir schon sehr genau, auf was wir uns einlassen, weswegen auch die Fallrate deutlich geringer war. Aber wirklich gut sind beide Filme nicht. Obwohl ich sagen muss, dass ich diese Szene aus dem 2014er Film sehr lustig finde. Let them fight. Aber bei Filmen ist es genauso wie bei Videospielen und teilweise ein Jahr vor dem Release werden Shitstorms ausgelöst, die beeinflussen können, was und wie viel wir vom jeweiligen Produkt im Voraus sehen werden. Ich möchte euch mit diesem Video gar nicht sagen, dass ihr euch zurückhalten sollt, weil die armen Entwickler und Filmemacher sonst Angst vor ihrer Community bekommen. Nein, die wissen schon sehr genau, was sie tun und besonders, warum sie es so tun, wie sie es tun. Aber hinter jedem Projekt stecken immer noch Menschen, die in den meisten Fällen ihr Herzblut in ihre Arbeit stecken und das sollte auch gewürdigt werden. Zumindest so lange, bis es erschienen ist und man sich selbst überzeugen konnte. Und selbst wenn es dann Müll ist, bedeutet das nicht, dass man in ein Temper-Tantrum verfallen kann und irgendwelche Menschen direkt persönlich angreifen sollte. Es ist eben immer noch ein Unterschied, ob man zum Beispiel ein Produkt angreift oder die Menschen dahinter. Denn zu sagen, dass Produkt XY eine völlige Zeitverschwendung und daher scheiße ist, ist völlig okay. Aber die Menschen, die daran gearbeitet haben, persönlich anzugreifen, ist eher kontraproduktiv. Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass so etwas vollkommen klar ist, aber naja, das Internet. Seid einfach keine Arschlöcher und denkt immer daran, dass jede eurer Handlungen immer Folgen mit sich ziehen wird. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dann.